Tee, ihr habt Hagon besiegt. Ihr habt einen Dämonenkönig besiegt. Mir fällt kein Lob mehr, will ich. Nein, das ist nicht übertrieben. Es riecht noch nach Monster, hat Watabo gesagt. Dann gucken wir doch noch mal da hinein. Gehen noch mal in das Zersetzungstor, denn es scheint noch nicht gelöst worden zu sein. Laufen natürlich direkt rein. Eine Agibiere. Komm her. Todesadel. Danke. Teleport, Heiltrank. Wow. Ich bin begeistert. Nach unten. Nach unten. Links. Nach oben. Nach unten rechts. Da ist es. Eine Kiste. Unten rechts. Upsala und hindurch. Ui. Oh, sehr schön. Anti-Lam. Nuggets. Heiltropf. Seekraut. Lura-Stab. Nuggets. Den Heiltropf können wir benutzen. So, eine Heilung. Speichern und hindurch. Und nach unten gehen. Ach, verdammt. Noch ein Heiltropf. Haben wir gerade benutzt. Wo gehen wir jetzt lang? Hier? Scheint der richtige Weg zu sein, jawohl. Und jetzt links oder rechts? Ups. Hier? Ja. Da kommen wir nach oben. Sehr gut. Und hier lang. Und da ist... Das war knapp. Links. Ein Priester, den nehmen wir doch mit. Halt, stopp. Halt, stopp. Und tschüss. Und jetzt nach links. Fleisch.
Ein Filet. Nee, will ich nicht. Okay, will ich zwar schon, aber nicht so sehr, dass ich da jetzt irgendwas wegschmeißen würde. Obwohl jetzt, also hier, wo ich gerade bin, also so im Real Life, ne? Da schon, da hätte ich... Oh, jetzt so ein Filet. Oh. Aber es ist 11 Uhr abends, da werde ich nichts mehr essen wahrscheinlich. Vielleicht mache ich mir nachher noch irgendwie Nutella-Brot oder so. Aber ich glaube nicht. Das überlebe ich ja bis morgen früh. Also, morgen um 12 Uhr mittags oder so. Also, morgen früh, habe ich ja gesagt. Aber so irgendwas bestellen geht auf jeden Fall nicht. Hat wahrscheinlich auch kein Lieferservice mehr offen, wenn ich fertig bin. Und irgendwas kochen, ne. Leider nicht. Hä? Oh, King wurde gerade gelähmt. Naja. Jetzt ist er nach dem Kampf wieder weg. Oh, Gold. Oh, und schon wieder so ein Raum. Dann fangen wir mal oben links an. Eine Mimik. Ein Lavastab. Und meditieren, sehr gut. Hier, halt HP um 500 Punkte. Was packen wir dafür weg? Megagift, Schweben, Feuerschwert. Megaball, Megawind, Megafly. Das Feuerschwert. Ah, ja, dauert. Aber ich level ja eh offscreen, von dem her. Oh. Kann's ja eigentlich egal sein. Welche Ebene? 26, sind wir gleich wieder durch. Noch schön Gold mitnehmen. 27. Da. 28. Und dann gucken wir mal, ob sich da was getan hat. Oh, da ist ja wieder einer. Guten Tag. Name... Gott. Hey. Zerstörung. Sido. Oh. Schleichwerbung. Alles, was ich wünsche. Zerstörung. Oh, und das Ö haben sie nicht groß gekriegt, oder was? Ach. Junge. Scheiße. In deinem Thronsaal liegt eine Leiche. Der sieht ja cool aus. Doch ich bin es nicht gewesen, doch ich kann es nicht beweisen. Ja, ja, SDP ist schon cool. Fluch. Ah, egal. Bringt wahrscheinlich eh nichts. Genau. Oh oh. Das wird lustig. Meditier du mal. Kannst dich ja selbst heilen. Ja, Blizzard wahrscheinlich.
Oh. Wenigstens macht er nicht Blitze. Wie viel MP verbraucht Meditieren nochmal? Ich glaube 8, kann es sein? Oh. Sehr läppisch. Oh oh. Dämoni und du meditierst wieder. Ach Mann. Machst du hier ein bisschen Schaden? 8. Naja. Gut, aber rein. Ah, nein, 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 machen wir es lieber so. Vierfach Dämonhieb und du meditierst einfach. So machen wir mehr Schaden. Ich frage mich, ob King den Kampf alleine gewinnen würde. Ich denke schon. Das sollte auch gleich weg sein, denke ich. Okay, wenn ihr jetzt den Blitzer einsetzt, dann ist Lord weg. Das heißt heilen. Ja, du Dämonhieb und du Blizzard. Ich verabschiede mich dann schon mal von Sido. Tschüss. Ui, das war echt knapp. Du meditierst wieder. Er sollte nämlich gleich weg sein. Vorausgesetzt, wir treffen. Heil dich erstmal selbst. Oh oh. Wahrscheinlich haut Lord den jetzt gleich weg und Gott kann nicht mehr wiederbelebt werden, weil keine Zeit ist und kriegt die Erfahrung nicht. So läuft's ja quasi eigentlich immer ab. Wohl diesmal nicht. Nein. Na, egal. Ja, okay, passt.
jetzt haust du aber mal weg, ja? Haust du weg und haust du ab. Na also... 12.000 Erfahrungen. Level 77. Na, jetzt hast du keine Worte mehr, hä? Hier war doch noch ein Monster. Jetzt können wir aber gehen. Und ich würde gerne König werden. T, ihr habt Sido besiegt. Ja, will ich. Ja. Tschüss. Ich will kein Kraut. Danke. So, ich speichere. Und beende dann die Aufnahme. Wünsche euch eine gute Nacht und esst was Schönes. Bis dann. Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Aufnahme von Let's Play Dragon Quest Monsters. In der letzten Aufnahme sind wir ja wieder nach Zayo zurückgekehrt und haben neue Tore freigeschaltet. Und damit wir auch alle Monster sehen werden und noch ein Tor freischalten werden, und zwar hoffentlich bald, werden wir ein paar Paarungen vornehmen. Natürlich habe ich in der Zwischenzeit wieder gelevelt, aber das alles zu seiner Zeit. Dann paaren wir einmal. Paaren wir mal Gizmo, den wir gefangen haben. Und Donnerer, den wir vom Medaille bekommen haben. Und zwar andersrum. Also Donnerer und Gizmo. Ein Phönix kommt dabei raus. Ganz genau. Ja. Ein Phönix plus 4, der weiblich wird. Oder im End, den wir weiblich ausbrüten werden, quasi. Ihr seid fortgegangen, ist mir egal, euch brauche ich eh nicht mehr. Nein, das lässt du erstmal. Dann paaren wir. Paaren wir hier Draglord und Godtrack. Ein Monster, das du noch nie hattest, wird geboren. Ja, bitte speichern. Und mal schauen, was dabei rauskommt. Ein Ei von Draglord wurde geboren. Nein, lass du erstmal. Dann gucken wir mal. Haben wir die schon da? Nein, dann müssen wir erst schlafen legen. Holen wir gleich mal ins Team. Das ist Geglada. Hier die Statue. Und hier den Skeletor. Genau. Und dann wieder runter.